Liebe Kinder, herzlich willkommen bei Pandido, eurem YouTube-Kanal für Spielzeug und Geschichten. Heute zeigen wir euch, wie ihr mit dem Orbis Airbrush Power Studio eine hübsche Fee malen könnt. Alles klar, fangen wir an. Auf ein weißes Blatt Papier lege ich mir die Schablone mit der hübschen Fee, fülle lila Farbe in meinen Airbrush und sprühe fleißig drauf los. Und hier ist unsere hübsche Fee. Aber die sitzt ja ganz alleine in der Ecke, natürlich müssen wir da noch ein bisschen mehr dekorieren, deswegen male ich euch jetzt schnell weiter mit der lilanen Airbrush-Farbe einen hübschen Rahmen dazu. Das sieht doch schon mal gut aus. Was haltet ihr davon, wenn wir eine weitere schöne Fee in die Mitte des Bildes setzen? Schaut her, ich lege mir die in die Mitte, wähle blaue Airbrush-Farbe und sprühe jetzt ruhig ein bisschen unordentlicher über diese Schablone, weil wir ja bloß die Umrisse benötigen. Los geht's! So, jetzt habt ihr quasi die weiße Fee umrandet von blauer Farbe in der Mitte. Als nächstes möchte ich noch ein bisschen blaue Farbe an die Ränder sprühen, aber in der Mitte etwas freilassen. Da könnt ihr euch einfach ein Stück Papier nehmen, damit die Fläche frei bleibt und einfach drumherum sprühen. Ja, und damit auch der Kopf der Fee weiß bleibt, weil da oben muss ich noch ein bisschen ausbessern, habe ich mir hier so einen kleinen Flaschendeckel genommen und lege den auf den Kopf und sprühe drumherum. So, im Endeffekt haben wir jetzt nämlich noch ein bisschen mehr Fläche um den Kopf der Fee freigelassen durch diesen Flaschendeckel, weil da möchte ich jetzt so einen gelben Schimmer um den Kopf machen. Das heißt, ich nehme wieder die Schablone von der Fee, decke damit das Bild ab und sprühe um den Kopf herum. Seht ihr? Das hat schon mal funktioniert. Im Folgenden werde ich jetzt noch im Schnelldurchlauf die Fee einzeln ausmalen, sprich ihre Beine, ihr ein Kleid einfärben und auch ihre Flügel in einer anderen Farbe wählen. Rote Flügel, orangefarbene Haut und ein lila Kleidchen hat sie von mir bekommen. Was jetzt natürlich noch fehlt, ist ein besonderes Muster, damit ihre Flügel in den besonderen Formen dekoriert werden und auch ihr Kleid so einen klasse Pfiff bekommt. Ich nehme dafür schwarze Farbe. Und schaut einfach mal, was passiert. Tada! Fertig ist unsere wunderschöne Fee und sie flattert ganz fröhlich mit ihren Flügeln. So, und wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr das Bild natürlich noch vor allem unten am Rand mit weiteren Elementen dekorieren. Ich habe mich dazu entschlossen, schöne Blumen, einen Schmetterling, ein Bienchen und eine Libelle dem Bild hinzuzufügen. Liebe Kinder, das war unser How-To-Video einer Fee mit dem Orbis Airbrush. Wenn ihr weitere Videos mit coolem Spielzeug sehen wollt, dann klickt auf die kleinen Videos unten im Bild oder abonniert unseren Channel. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet oder Vorschläge für euer Lieblingsspielzeug habt, dann kommentiert das Video einfach. Wir antworten euch dann so schnell es geht. Wenn euch das Video gefällt, dann zeigt uns das mit einem Daumen hoch, denn die Spielzeuge mit den meisten Likes werden mit einer tollen Fortsetzung belohnt. Bis bald, euer Pandido-Kanal.